So, probieren wir das Ganze nochmal. Einen wunderschönen Mittwochabend und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Schön, dass schon einige Leute da sind. Jetzt ist es viel besser, ha? Und ja, herzlich willkommen zum heutigen Stream. Wir machen heute weiter mit mehr Crosscode und werden heute den Dschungel voll beenden und dann wahrscheinlich auch ins nächste Gebiet gehen. Denn gerade eben wurde mir noch geschrieben, dass das Treffen mit meinen Kumpels heute Abend ausfällt. Das heißt, wir können heute Abend etwas länger machen. Deswegen würde ich den ganzen Stream auf bis auf 22 Uhr dann machen. Und dann haben wir heute ordentlich Zeit, um ein bisschen was hinzukommen. Und irgendwo tatsächlich auch ein bisschen voranzukommen. Schauen wir mal. Ich hoffe natürlich, ihr seid soweit bisher gut durch den Mittwoch durchgekommen und generell natürlich auch gut durch die Woche und könnt dann heute auch den Stream genießen. Und ja, ich werde es auf jeden Fall tun. Schauen wir mal, wie es läuft. Wie gesagt, erster Plan wäre mal ein bisschen die Kisten noch zu suchen im Dschungel. Und dann, gucken wir mal, ob wir dann weitermachen. Weil es gibt sicherlich noch viele Quests, die wir erledigen müssen später, die uns wahrscheinlich auch Kisten geben. Und dadurch können wir halt eh noch nicht alles sammeln. Und da müssen wir dann eh gucken, wie wir das Ganze angehen. So, damit aber auch erstmal guten Abend, Drea. Guten Abend, Smaug. Guten Abend, Kenneth. Guten Abend, Marcel. Guten Abend, Garuga. Und guten Abend auch an alle anderen, die gerade nur zuschauen und nicht im Chat sind. Auch an euch. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen, willkommen. Silja wird sich freuen. Ich hoffe, alle werden sich freuen. Ist schon Abend. 17 Uhr ist Abend, finde ich. 17 Uhr ist Abend, ja. Aber ja, leckerer Stream. Ja, ich dachte mir so, aber ich denke, dann können wir, wie gesagt, den Stream ganz normal machen. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Crosscode. Ist ja auch schön. Hack war chillig, für zwei Unterrichtsstunden zur Schule gefahren. Oh, okay. Da war es wenigstens schnell vorbei, ne? Auch nicht schlecht. Auch nicht so verkehrt, aber natürlich auch immer ein bisschen weird, ne? Wenn man dann extra dafür zur Schule fährt. Dann kann man wenigstens den Tag auch genießen. Irgendwo auf dem Planeten ist ab. Das ist vollkommen korrekt. Das ist vollkommen korrekt. Naja, aber 17 Uhr würde ich schon als Abend bezeichnen. Das ist 16 Uhr, ist noch ein bisschen zu früh, aber 17 Uhr auf jeden Fall. So sehe ich das für mich. Sehr schön. Und dann schauen wir gleich mal, was wir noch so alles erledigen können. Präabend, ja genau. Der gute Präabend. Jetzt haben wir es. So, gehen wir hier rüber und dann können wir gucken, was wir noch so in Crosscode erledigen können. Wunderbar. Ja, sollte soweit alles passen. Prima. Sehr, sehr schön. Ja, okay, Controller brauche ich keinen. Richtig, passt. So. Ist doch etwas durcheinander gerade ein bisschen, aber wird schon alles funktionieren. Perfekt. So, letztes Mal haben wir auch den Dungeon abgeschlossen, den großen Kruskajo, der eigentlich ziemlich cool war. War nice gemacht. Gerade die Verbindung zwischen... Huch, da sind wir. Die Verbindung zwischen Wellen und Blitzelementrätseln war eine sehr, sehr coole Idee. War leider ein bisschen kurz, muss ich sagen. Dafür, dass es ein Doppeldungeon war und dafür, dass er so aufgehypt wurde, war er leider ein bisschen kurz. Aber lag halt so ein bisschen daran, dass wir da vorher ja schon zwei Mini-Dungeons hatten. Aber ja, tick enttäuscht war ich. Tick enttäuscht war ich. Eieiei. Was ist da los? Waren halt drei. Ja, ist schon richtig. Aber es waren halt auch zwei Elemente. Ne? Das ist das. Wir nehmen ja... Keine Ahnung. Das, tatsächlicher Bot, ja. Ist crazy, ne? Das ist halt eben so die Sache. Man darf halt nicht vergessen, dass es zwei Elemente waren, die wir auch bekommen haben. Und dadurch waren die drei Dungeons dann auch nicht so groß. Aber der einzige, das wäre gut. Ansonsten müssen wir wieder auf Dingens Only gehen. Auf Follower Only gehen. Schon gehabt wegen Falschgeldkontrolle.
Und ja, hab nichts dagegen, dass es so schnell vorbei war. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Oh, okay, Falschgeldkontrolle. Klingt interessant. Ist wichtig, ne, dass man die erkennen kann. Verstehe ich schon. In der Burg Basson haben wir jetzt alles gesammelt gehabt, ne? Das letzte Mal. Da waren wir ja noch Batman-mäßig über den Dächern unterwegs, genau. Und wie war das jetzt mit dem Bohrer? Wir haben das letzte Mal ja noch den ganzen Kram für den Bohrer gesammelt. Jetzt brauchen wir aber noch mehr Kram, ne? Das ist immer so. Du sammelst Kram, um noch mehr Kram zu sammeln. Größere Stock, den will ich auf jeden Fall haben. So. Badlayer, genau. das Schöpferjuwel. Haben wir das nicht gehabt? Nee, das ist das Schöpferjuwel jetzt. Genau. Und Sternenfrüchte. Okay. Interessant. So. Bannhammer? Wer wurde gebannt? Was? Ehrlich, jetzt wow. Willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. Schöpferjuwel, ha? Huh? Jetzt weiß ich rein zufällig, wo ich das finde. Und zwar genau hier. Ich weiß nicht, was ich dafür für Kram brauche. Sternfrüchte gibt's im Supermarkt, ja. Lass mich mal kurz beim Supermarkt anhalten. Vor allem, wenn man an der Kasse sitzt, steht, hab viel gelernt und Patrick's gelernt, wie man macht. Ja, okay. Sehr spannend. Ja, ich meine, ist ja auf jeden Fall auch wichtig, ne, dass man, wie schon gesagt, dass man sich dagegen auch wehren kann und dass man da ein Auge für hat. Absolut. Nicht ganz mein Geschmack, Sternfrüchte. Es ist lange her, dass ich, glaube ich, eine Sternfrucht hatte. Aber ja, nicht meine Lieblingsfrucht, würde ich sagen. Ja, ich meine, Königsring, ich schätze mal, den brauchen wir dafür. Wir haben so viel Kram. Okay, das ist echt eine richtig lange Tauschquest. Holy. Das ist echt heftig. Bis du den Kram zusammen hast. Ich meine, allein für die Dropshores lohnt sich definitiv. Vielleicht jetzt nicht so generell, aber für die Dropshores ist es auf jeden Fall nice. Ja, jetzt fehlen da bloß noch die Sternfrüchte. Wobei es halt immer noch 170 Leben dazu gibt, ne? Naja, wir verlieren halt den Volltreffer. Von der Ehre aus. Ja, bei der Ehre ist es nicht mehr ganz so gut, tatsächlich. Wir verlieren die HP-Regeneration. Ich glaube, da ist der Stock besser. Ich glaube, der Stock ist immer besser. Wir wollten ja noch den Revolver haben, ne? Brauchen wir einen Richtschützen, exotisches Harz. Wo war das nochmal her? Dropshots dann von 0,0000000001% auf 1% erhöht. Ja, ja. Können wir endlich auch mal was finden. Suche und Beinarbeit gegen Loki. Ich meine, der Volltreffer bringt uns halt nicht wirklich viel, ne? Bei der Ehre geht's halt auch wahnsinnig nach oben. Krass, das ist ein Wahnsinn, ne? Was macht der Big Stock? Big Stock. Wir verlieren halt viel Fokus, aber ansonsten gibt der ziemlich viel. ...50 exotisches Harz? Och, wo ist das her? Oh, nee. Das gefällt mir nicht. ist auf jeden Fall kein Hyper-Rare. Von den Dingern, okay. 8% Chance. Ugh. Okay. Ja, das ist doch die Sternenfrucht her. Ich meine, jetzt, wenn wir schon den Giga-Spiralbohrer hätten, dann könnten wir den nutzen. für die 40% Dropshores. Ich kenne meine 8%. Ja, das ist richtig. dafür brauchen wir aber 2 Sternfrüchte. Das heißt, wir gehen jetzt raus und sammeln 2 Sternfrüchte, um dann wieder reinzukommen, um den Bohrer zu holen, um dann das andere Zeug zu holen, oder wie? Ich weiß es nicht.
Tatsächlich sieht man, was worauf man achten muss, sieht man schnell die Fälschung. Auch Leute, die nicht an der Kasse sind, könnt ihr euch sehr schnell erkennen, wenn man eine Fälschung hat. Oh, okay. Huh. Noch eine normale Brücke. Ist dir aufgefallen, dass im ganzen Dschungel keine einzige Laserbrücke ist? Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber es ist so. Vielleicht sind die wegen des feuchten Klimas schwerer zu warten. Ausreden. Es ist tatsächlich richtig. Es gibt stachelige Nuss. Das ist nicht das, was ich haben will. Es gibt hier keine einzige Laserbrücke. Das ist schon traurig. So, wir müssen auch noch diese Gruselpflanzen finden. Die sollten hier auch noch rumhängen. Wie machen wir das denn generell? Wir hatten ja hier diesen ganzen Pfad schon abgesucht. Das heißt, wir könnten jetzt vielleicht Peridots Ansatz machen. Flussbett, ruhiger Garten, Bindes Grün. Und dann hier rechts runter? Das wäre eine Idee. Dann würde ich hier in Adelsheim nochmal rein und dann nach rechts rüber. Ich glaube, das hört sich nicht ganz crazy an. Stahlkamm. Gott, David, ich will keinen Stahlkamm. Ah, das sind die Dinger. Oh, Jesus. Okay, Welle. Bah, okay. Nice, das war ganz cool. Und jetzt wieder Blitz. Geh weg von mir. Nein, und hör auf. Ich wollte gerade sagen, weh, du lädst deinen dummen Laser wieder auf. Dein Schild. Hallo, könntest du aufhören, mich wegzuboxen? Dankeschön. Nee, bei Blobs bin ich mit meinem Latein am Ende. Darüber weiß ich nichts. Sie sind nicht wirklich real, glücklicherweise. Zum Glück. Ansonsten hättest du uns bestimmt jetzt irgendwas Ekliges über sie erzählt. Meinst du Blobs? Kann man da so viel Ekliges drüber erzählen? So. Das Problem ist halt, dass wir nicht wirklich eine Aussage machen können, wo diese Pflanzen sind, ne? Vielleicht sind es die richtigen Pflanzen? Ich bekomme die ganze Zeit nur Stahlkamm. Das sind nicht die richtigen Pflanzen, ha? Huh? Oh, wo sind die dann? Ja, das sind die hier. Uch. Und wo sind die dann? Ach, Riederwil-Region. Okay. Spannend. Die sind also im Dorf der... im Dorf der Schatz. Okay. Also. Hat mich Samstag um eine Stunde geirrt. Kickoff ist 16 Uhr und nicht 15 Uhr. Trotzdem, wehe, du bist nicht mehr on, wenn ich wieder zu Hause bin. Du darfst halt nicht allzu lange feiern, ne? Ist deine Schuld, wenn du zu spät kommst. Vor allem, wenn der Kickoff jetzt auch noch mal eine Stunde verspätet ist. Nicht meine Schuld. Pflanzis? Hier würde ich definitiv baden, wenn ich könnte. Bist du sicher? Flüsse im Dschungel sind sehr aktive Ökosysteme. Was meinst du? Da ist allerhand Zeugs drin, wie zum Beispiel Käfer. Viele Käfer. Sacre bleu, jetzt hast du meine Fantasie zerstört. Wasser ist tödlich, Emily. Und vermutlich nicht real. Oh Mann, jetzt fängt er wieder mit seinen Aluhut-Theorien an. Jedes kleine bisschen Freude wird kaputt gemacht. Ich glaube nicht, dass die Pflanzen da hinten sein werden. Das wäre weird. Schon Pläne für den Feiertag? Nö, aber los, ganz ruhig alles angehen. Ich stream ja dann später noch ein bisschen an dem Feiertag, deswegen nicht wirklich viel Großes. Einfach alles ganz in Ruhe. Und du, irgendwelche Pläne? Feier was? Was für ein Ding? Ja, manche Leute haben morgen Feiertag. Hier so ein christlicher, ey, ja. Hier so ein komisches christliches Ding. Was ist das dann? Frohen Leichnam? Ich kann die nie auseinanderhalten, die ganzen Mai-Feiertage. Das ist, glaube ich, Frohen Leichnam, ne? Yippie, habe ich nicht. Keine Sorge, wir feiern für dich mit.
Und Hallöchen Steffi, willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. Guten Abend dir. Manche haben Feiertag, andere gelbe Ferien. Gelbe Ferien? Oh Gott. Da. Nein, Blitz. Okay, das war gut. Ach, Krankschreibung. Oh, jetzt verstehe ich. Habe ich so noch nie gehört, muss ich sagen. auf die zu teleportieren. Dankeschön. Ist die andere tot? Die andere ist tot. Nice. Ja, der Fisch stirbt auch. Aber das hat der Fisch nervt. Schwimmende Fische, okay. Ist so ziemlich der erste Meeresgegner im Spiel. Solange man nicht diese Quallengegner im Faschro-Tempel zu mir zählt. Lass mich den Seepferdchen. Ach nein, lass uns bitte die ignorieren. Das sind keine Fische. Die sind gar nichts. Die ergeben keinen Sinn. Der arme Sidron. Ja, sehr gut. So, Happy Kadaver, ja. Das wäre die moderne Übersetzung. Ah, schön. Mathe kann ich sagen, gerne, wir haben morgen auch keinen Feiertag. Praktisch im protestantischen Bundesland wohnt. Ja, ist richtig. Da muss man sich um solche Sachen keine Gedanken machen. Nasse Passage. Hier waren wir dann aber, glaube ich, schon, oder? Weil nach Pflanzen müssen wir eh Ausschau halten. Das stimmt schon. Mein Plan für den Feiertag. Buttonmashing. Spezi trinken und schlafen. Sehr gut. Die Reihenfolge muss vielleicht nochmal überdacht werden. Aber hört sich nach sehr guten Ideen an, da bin ich dabei. Ah, schön. Pflanzis. Oh, Pflanzis, wo seid ihr? Oh Gott, da sind sie. Ah doch, man sieht sie doch. Zumindest sah das gerade eben so aus, als hätte ich sie gesehen. Das sind tatsächlich auch ein paar viele Pflanzis, muss ich sagen. Hey, ich habe keinen SP mehr, weil ich meine SP verschwendet habe. Okay. Oh, Jesus. Was geht da vor sich? Können wir vielleicht dem mal sein Schild rauben? Du bist nicht derjenige, den ich meinte. Du da. Wunderschön. Und jetzt friss Dreck, Pflanze. Stehen geblieben. Oh mein Gott. Pflanze macht mich wahnsinnig. Ja, ich wollte gerade sagen, macht mir das Schild kaputt. Dankeschön. Na also. Das war doch gar nicht schlecht. Wie viel muss ich eigentlich noch? Noch 9. Das sind gar nicht mal so wenig. So. Stimmt, erst schlafen, dabei trinken und dann zocken. Warte. Im Schlafen trinken? Klingt gefährlich. Hab morgen aber Zeugnisausgabe und erhalte mein Zeugnis für das zweite Lehrjahr. Dann habe ich keine Schule mehr. Nice. Sehr cool. Wieso mad? Ich meine, es ist doch schön, wenn es vorangeht, oder? Man muss immer das Positive daran sehen. gehen wir ins Schlossbad, ja, das passt. So. Bin ich froh, nicht in Berlin zu wohnen. Da hätte ich die wenigsten Feiertage von Deutschland. Ja, das ist richtig. Das ist dann sehr unangenehm. Das muss nicht sein. Du bist ein Profi-Schlaftrinker. Werde ich nicht anzweifeln. Hallöchen Lena, willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. Willkommen, willkommen. Praktikum fertig und das war schön. Oh, das freut mich sehr zu hören. Das klingt sehr toll. Glückwunsch dazu. Guck mal, da drüben ist eine fiese Blume. Sehr gut. Klingt wie Ruffy. Er ist im Schlaf sogar, ja. Hört sich ganz nach ihm an, ja. Schule war eigentlich immer angenehm und chillig. War auch mal eine Abwechslung von der Arbeit. Ja, das ist schon richtig. Da gebe ich dir schon recht. Das spricht natürlich schon positiv dafür. Aber wie zur Hölle komme ich da hin? Achso. Das kann ich natürlich schon verstehen. Dann hoffe ich natürlich, dass die Arbeit dann jetzt angenehm wird. So, boxen wir erstmal dich weg.
Sehr gut. Vielleicht dich auch noch. Aber es eigentlich gar nicht so viel bringt, das Schild von denen wegzuboxen, weil die relativ schnell das Schild wieder bekommen, ne? Oh, really? Du hast gerade ein Schild wieder aktiviert bekommen. Okay. Schwimmgeld! Ey! Sammel 1 Million Credits im Laufe des Spiels. Nice. Das mache ich doch sehr gern. Habe gemacht, wie auch immer. Next Achievement. Last one. Wo gehen wir jetzt hin? Zum ruhigen Garten. Das passt. Da unten habe ich jetzt auch nichts mehr gesehen, wo wir hätten irgendwas tun können. Also müsst ihr doch bewiesen, dass man nach dem Trinken besser spielt. Musst du auch mal probieren. Lass ich mal lieber. Ich überlasse das den Profis. Also bloß ein paar Bubbles. Bin gespannt, wie das Spiel am Samstag wird. Soll ja auch den ganzen Tag regnen. Unangenehm. Ja, wahrscheinlich angenehmer ohne Regen, ha? Huh? Aber ja, so als Auftaktspiel drücke ich natürlich ganz fest die Daumen, dass es ein gutes Spiel wird. So. Ups. Oh. Warum hat das nicht funktioniert? Hm. Laufen dann alle mit Regenschirmen? Alle mit Regenschirmen in der Hand. Das wäre nice. Sehr gut. Brauche Punkte für Prey. Glückwunsch für die Stream-Serie. Da brauchst du noch ein paar Stream-Serien, um die Punkte zusammenzubekommen. Aber viel Erfolg. Viel Erfolg. Langsam, aber stetig. Ups. Genau, hier rüber. Ne, das bringt mir gar nichts. Hm. Mit Regenschirmhut, ja genau. So. Viel zu lernen, du noch hast mein Padawan. Es gibt gewisse Dinge, die man nicht erlernen will. Ups. Okay, ja, passt. Okay, nice. Katzen. Hm. Hier komme ich halt auch nirgendwo hin. Ja, 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 okay. Hm. Und hier ist dann auch nichts. Ne, das ist bloß die Höhle dann. Die Höhle sollte uns ja nirgendwo hinführen, wo wir hin müssen. Na gut, sie führt uns zu dem, aber da können wir uns hin teleportieren. Zu dem, wie heißt es denn? Zu dem Tower Defense. Bin bald bei den 30 in Folge. Die 100 schaffe ich. Pff, viel Erfolg. Ist ja nur ein kleiner Sprung, ne? Flussbett. Also wir haben die Pflanzen auf jeden Fall noch gefunden, aber bisher finden wir nicht wirklich viel anderes. Die meisten Kram haben wir halt eben schon. Hier in diesen Gebieten. Aber wie viele Truhen fehlen noch? Noch 15. Sehr abstrakt. Kistenradar gibt es noch nicht, oder? Nein, nein. Also ich werde auch bloß ganz grob durchgehen, da zum Beispiel. Ab jetzt fängt es ziemlich sicher an. Hier haben wir sehr viele Kisten noch übrig, das weiß ich, weil wir da gar kein zweites Mal durchgegangen sind. Bindendes Grün und alter Baumstumpf haben wir, glaube ich, noch gar nicht richtig erforscht. Aber nee, Kistenradar gibt es tatsächlich noch nicht, vielleicht später. Aber hier sehe ich auf jeden Fall schon alleine zwei Kisten. Und wir werden auch gar nicht so genau alles absuchen, weil es ist so gut möglich, dass es später noch Quests gibt, die uns in Dungeons führen. Oder solche Mini-Dungeons, wo dann halt eben noch Kisten sind. Und dann ist es eh irrelevant, was wir jetzt abgesucht haben, weil wir eh noch nicht alles finden können. Aber ich will halt nicht allzu viel offen lassen. Weil wir ansonsten am Ende des Spiels einfach irgendwie 15 Stunden lang aber bloß durch die Gegend eiern, um Kisten zu sammeln. Oh Gott, Katze! Geh weg, Katze! Lass mich in Frieden! Ich meine, hier waren wir schon überall. Hier jetzt nur nicht. Es geht schneller, als man denkt. Ich bin ein ausdauernder Drache.
glaube ich dir aufs Wort. hier können wir rüberhüpfen. War das das Problem, dass wir diesen Winkel nicht erwischt haben? Das hier müssten wir jetzt ja erwischen. Nur wie? Das ist fast der Winkel. Und noch steiler können wir den halt nicht machen, ne? Oder? Vor allem Drache, der auf dem Schatz schläft. Ja, richtig. Wie rum muss ich denn mich bewegen, damit der steiler wird? So rum? Ja, so rum. Okay. Bling. Nice one. Okay. Das war recht easy. Okay. Und Kiste. Nice. Blütenpalette. Okay. Das war ein sehr weiter Sprung. Und hier oben haben wir... eventuell gar nichts, wenn ich da nicht rüberkomme. Okay. Riesenpistazie. Nice. Na also, schon mal zwei Kisten weniger, sind es bloß noch 13. Ich muss aber öfters jeden Tag streamen. Dann geht es noch schneller. Ich habe schon öfters gesagt, das ist nicht ganz nur in meiner Hand, ob ich öfters jeden Tag streame. Das liegt auch definitiv in anderen Bereichen. Also, oder sagen wir es anders, ne? Das ist, ich bin da voll für offen. Wenn ich die Mittel hätte, würde ich das sofort machen. So. Kommst jetzt wieder mit RL und Arbeiten fürs Leben und so. Ja, mit dem ganzen langweiligen Kram, ich weiß. Dieses ganze Konstrukt einer Gesellschaft und so. war mein Peridots Ansatz überall schon? Das weiß ich gar nicht. Wer hat Rentner? Ja, easy, ich werde aber Rentner und bekomme dann meine Rente von 14 Cent im Monat. Klingt nach einer guten Idee. So viel? Sicher? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht nachgefragt. Das war eine Schätzung. Hier muss ich rüber. Wie zur Hölle komme ich da rüber? Muss man ja mal fragen. Fragen kostet nichts. Aber ja, das ist leider das Problem. Vom rituellen Übergang geht es auf jeden Fall nicht nach oben. Wir müssten von hier aus kommen. Aha. Also irgendwo beim Peridots Ansatz muss es dann hochgehen. So. Du guckst keinen Brief hier, deshalb ja, doch schon, aber den habe ich jetzt nicht religiös im Kopf, was da für Zahlen drinstehen. Außerdem, ist es jedes halbe Jahr? Jedes Jahr? Ich weiß es gerade nicht. Ich bekomme schon immer wieder die Briefe, aber wie gesagt, ich könnte jetzt nicht sagen, was da drin steht. Ach so! Oh, guck mal, da wo die Kiste war, da können wir einfach hier rüber. Hier? Hier? Das sieht fast nicht machbar aus, oder? So. Dann glaube ich zu einem Jahr. Ja, kann sein, kann sein. Haben wir einen Brief mit einem breiten Grinsen geöffnet? Warum? Ups. Was gab's da so Freudiges? Es dauert noch so lange, ja. Deswegen gucke ich mir die nicht genauer an. Das macht dich bloß mehr fertig als alles andere.
So, guck mal, jetzt sind wir hier oben. Nice. 2046, yay! Ja, bei mir ist es noch ein bisschen länger. Jetzt können wir das aktivieren. 2057. So. Bin gerade gar nicht sicher, wie es bei mir ist. Noch ein Stücken länger. Und dann hier durch. Nice, das ist cool. Und dann Gemüse weg. Und dann darüber. Yes, sir. So dann. Sieht gut aus. Wo will ich hier eigentlich hin? Was will ich hier eigentlich tun? Darüber dann? Aha, nice. Mon Dieu. Schon wieder so ein seltsamer Ort, ne? Tja, die Ahnen hatten schon raus, tricky Rätsel zu machen. Oh, what? Okay. Gut, jetzt können wir das Ganze wieder rückwärts angehen, ha? Huh? Jetzt müssen wir irgendwie nach unten kommen. Will ich da rüber? Bringt mir das irgendwas? Nö. Doch. Das war ärgerlich. Ach, wait. Nee, wait funktioniert nicht, oder? Doch. Nice. Sehr schön. Kiste. Ehre. Ja, toll, haben wir die Ehre hier gefunden. Okay. Passt. Ich habe eigentlich auf meinen Stock gewartet. So. Bei mir müsste es, bei dir müsste es noch mal, nach bisherigem Stand 2061 sein, oder Dragon? Yeah. I guess. Ja, ich schätze schon, ja. Wenn ich jetzt gerade eben es richtig überschlagen habe. Jo. 2065, oh no. Ah, ich bin zu spät. Sorry, sorry, sorry. Guten Abend, Celia. Willkommen zum Stream. Du musst dich nicht entschuldigen. Da, guck, eine süße Katze für dich. Miau. Alles gut. Bisher ist nicht so viel passiert. Wir sind bloß durch die Gegend gelaufen und haben Blumen getötet. Guten Abend, Celia. Willkommen zu Steam. Schön, dass du da bist. Ich habe ja gesagt, dass wir ruhig anfangen, falls du nicht rechtzeitig kommen kannst. Es hat funktioniert. Schön, dass du da bist. Willkommen. Ich entschuldige mich nicht bei dir, ich entschuldige mich bei Lea. Ah, okay. Das ergibt natürlich Sinn. Ich glaube, Lea verzeiht dir. Und guten Abend, Xias. Willkommen zu Steam. Tschüss, Babis. Bist ja viel eher jünger als ich. Ja, genau, genau. Also dann wird das passen, ja. Genau, wenn man die Rechnung so sieht, ja. Sie braucht das länger. Die alte Frau ist auch kurz vor der Rente. Wir sind alle kurz vor der Rente. Ach, schön. Wie gesagt, schön, dass ihr alle da seid. Ich kann es nochmal ankündigen. Wir machen heute bis 22 Uhr. Da sich mein Termin heute Abend verschoben hat. Deswegen extra langer Crosscode-Stream. Einige kürzer als andere. Wir reden gerade darüber, wer wann ins Rentenalter geht, gehen darf, um mehr Streams zu gucken, ja. Das Problem ist nur, dafür müssen die Streamer auch erstmal ins Rentenalter, ne? Yo! Dachte ich mir, dass dir das gefallen wird. Wie gesagt, bringt nichts, wenn alle Leute in Rente sind, aber die Streamer noch keine Rentner sind. So, Peridots-Ansatz haben wir, bindendes Grün haben wir, glaube ich, auch. Der Versterben Gastritis und nicht eher als du. Ah, ich meine, durchschnittlich gesehen. Ganz genau hat man es eh nie in der Hand.
Alter Baumstumpf, ich glaube, da waren wir noch gar nicht. Wenn ich mich recht entsinne. Ich überlebe euch alle, ey. Habe ich vollstes Vertrauen drin. Da oben sieht's zwar sneaky aus, aber kannst du eigentlich nichts geben, ne? So. Du willst nicht ins Rentenalter kommen? Wieso nicht? Also auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Rentner werden muss, sofort, aber... aber lustig in dem Alter an sich. Als Rentner streamst du dann aber auch nur noch Pac-Man, Donkey Kong und Pong. Wieso? Das ist nicht mein Bereich gewesen. Das ist nicht das, womit ich aufgewachsen bin. Das kann Kenneth streamen, aber nicht ich. Vergiss Tetris nicht. So, der Dragon wird nicht alt, ja. Muss er seine Rente nicht beantragen und kann weiterarbeiten. Wird niemand gezwungen. Ja, stimmt schon, ne? Ja, ist schon richtig. Gefühlt schon, ja. Danke. Wenn Dragon in Rente ist, muss er nicht mehr arbeiten, heißt mehr Streams. Das ist korrekt. Rentenalter kann man nicht mehr so gut aktiv sein. Das ist richtig, das ist sehr richtig. Hallo. Hallöle, Mädel. Hi. Dieser Dschungel hier ist hat viele Gewächse. Schaut dir nur die Gewächse hier an. Irgendwo haben sie die schon mal gefunden. Aber offen. Was? Eieiei. Ei, Fisch war drin. Wir kommen schon mit dem Kunden der Gewächse voran. Muss bald fertig sein. Aha. Das freut mich. Okay, ich habe keine Ahnung, was du mir gesagt hast. Aber yay. Sie ist glücklich. Das habe ich herausgefunden. Im Rentenalter mache ich wieder Volleyball und Tischtennis. Mache damit wieder fünfmal die Woche Sport. Das klingt gut. Ja, ich denke, man muss sich einfach nur Ziele setzen. Ne? Das ist das Wichtigste. Eine der schlimmsten Sachen ist, wenn man ins Rentenalter kommt, dass man dann erst sagt, man macht gar nichts mehr. Das ist, glaube ich, die Falle, in die viele Leute tappen. Und das muss man halt eben definitiv verhindern. Ist das wirklich euer Ernst, dass ich hier erstmal den ganzen Müll beseitigen muss? Come on. Ich will jetzt einen Teleportpunkt. Bekannte von mir hatte vergessen, seine Rente rechtzeitig zu beantragen, muss dadurch länger arbeiten. Das ist uncool. Das ist sehr uncool. Unglücklich. Wie mache ich das? Ja, okay. Nice. Ich dachte mir schon, dass das der Winkel sein könnte, aber da war ich mir dann kurzzeitig nicht mehr sicher, nachdem es irgendwie nicht funktioniert hat. Nein, Pilze! Pilze! Oh, shit! Guten Tag! Tut mir leid. Du warst aus Versehen im Weg. Papageien. Eine der intelligentesten Vogelarten, die uns bekannt sind. Und denen fällt nichts Besseres ein, als sie mit einer Kanone herumballern zu lassen. Ich meine, wieso nicht? Okay. Nice one. Das hat ziemlich viel Kram gelöst, aber leider nicht alles an Kram. Wieso ist die Plattform hier nicht weg? Du siehst dich als Rentner Kreuzworträtsel lösen. Wenn es dir Spaß macht. Warum nicht? Wieso sollte ich auf den Pilz springen? Wenn ich damit die Katzen anlocke, deswegen. Ein Kollege von mir ist nur noch unterwegs. Okay. Hab Hunger und warte gerade auf meine Bestellung. Dann gutes Warten. Ich drücke die Daumen, dass es schnell geht. Sehe ich sich als Rentner am Zocken? Ja, ja. Ich meine, wer weiß, wie sich die Welt noch verändert, bis wir alle in Rente kommen, ne?
Da muss ich ja irgendwie drauflaufen. Ob es überhaupt noch was gibt. Ich meine, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Also. Sowieso interessant, ob wir dann so 80-Jährige sind, die dann trotzdem noch die neuesten Spiele spielen. Ich meine, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es eher nicht so sein wird, aber vielleicht ändert sich das ja mit unserer Generation. So, die letzten Generationen haben eigentlich gezeigt, dass du dann irgendwann nicht mehr mitkommst. Na, mal sehen. Wenn es nicht mehr gibt, müssen wir uns die Frage nicht mehr stellen, das ist richtig, ja. Die PS13, dann erstmal Ryzen 9 spielen, ne? Klingt toll. Vielleicht spielt Dragon mit 60 Prey. Ein Hoffnungsschimmer ist da. Ansonsten gibt es ja aber keine Kisten, ne? Ich glaube zumindest gerade nicht. Ich nehme das mal als Rentner eine gute Ausrede, wenn man in dem Shooter nichts mehr trifft. Schon richtig. Und das muss man sich dann keine Gedanken mehr machen. Wenn wir 80 am Shooter zocken, das ist kein Aimbot. Ich bin alt und hab gezittert. Perfekt mit dem Gegner mitzittern. Boah, ja, wenn ich 80 bin, dann ist vielleicht sogar Elder Scrolls 6 draußen. Boah, das wird crazy. Stell dir vor, erster Tag in der Rente und dann BAM! Elder Scrolls 6. Da ist auch noch eine Kiste. Wie kommen wir dort ran? Hier am Rand entlang. Ja. Mhm, okay. Teleporter. Wenn Dragon in Rente geht, ist dann Prime 4 draußen. Dann können wir es wenigstens auch mal aktiv durchzocken. Gibt's keine Ausreden mehr von wegen, oh, keine Zeit. Denkt ihr, wir leben noch, bis GTA 6 rauskommt? Ich meine, außer wenn was ganz Schlimmes passiert, weil soll es nicht nächstes Jahr rauskommen? Da muss es sehr steil bergab gehen, wenn wir das nicht mehr mitbekommen. Hab schon mit Rennen an Destiny geradet. Also es geht noch gut, okay. Oh, nice. Nicht schlecht. Nice. Sehr schön, okay. Ja, das ist ein festen Termin, genau. Von dem her, man traut der Menschheit ja alles zu, aber hoffen wir einfach mal, dass wir das noch relativ sauber mitbekommen. faule Kralle, okay. Sehr schön. So, und jetzt hier rüber, ha? Huh? Boah. Yes, okay. Und dann kommen wir auch darüber. Hm. Wenn du dann nicht streamst, ist die Ausrede, ich muss zum Bingo, ja. Und da haben das Bingo-Nacht. Die darf nicht verpasst werden. Die ist heilig. Okay, statisches Knäuel. Nice. Sehr schön. Oh, da geht's auch noch hoch. Wo geht's hier hin? Zu einer Blume. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts wirklich Interessantes. Ach, das ist ein alternativer Weg hier rüber, ha? Huh? Spannend. Okay, nicht schlecht. Also, haben wir mal durch Zufall gefunden.
Und die waren echt gut drauf und hatten auch einen guten Humor. Das ist doch toll, das ist doch sehr toll. So. So sollte es sein, wenn man in Rente ist. Trotzdem noch Laune an dem, was man gerne macht und mit gutem Humor dabei. Sie dragen echt beim Bingo-Stream. Ich würde es mir anschauen. Naja, wenn du dann auch selber 80 bist, dann geht das ja. Oh! Au! Last one. Deswegen spielt Bingo dann competitive. Ich bin der beste Bingo-Spieler in meiner Stadt. Schmiegender Fluss. Wenn wir eh schon mal hier sind, können wir mal rechts gehen. Ich liebe es, wenn die Forando ca. 18.15 Uhr angibt und das Essen früher kommt. Ich meine, besser so als andersrum, ne? Das ist natürlich auf jeden Fall nice. Haben wir jetzt noch eine Kiste? Ja, wir haben ja noch eine Kiste. Eine Gold wahrscheinlich. Weiß noch nicht 100% wo. Wir müssen rüber zu Luna raiden, die dann mit 80 Arc 4 streamt. Vielleicht streame ich bis dahin auch mal ein bisschen Arc. Gucken wir mal. Gut, wenn wir jetzt ja bei den Pflänzchen sind, kann ich ja meine Waffe mal ändern. Loki. Weil schon der gibt ja ordentlich, ne? Ja, 30% ist gar nicht schlecht. Nun ist es dann ungefähr mein Alter, sie ist dann nicht nur 80. Na, sagen wir mal, wenn sie 80 wird, nicht nur wenn ich 80 bin, ja. Das wäre ansonsten unfair. Ah, nein, da war die Kiste. Nein. Das war jetzt doof. Für das eine Ding brauchen wir 50 exotisches Harz. Puh. Warte, was? Spiele NMS? Muss mit Kacke Hefe machen? Will wer? Ich bin sehr verwirrt, was du meinst, Lena. What? Muss ein Kniffel spielen, ne? Kniffel-Weltmeister. Ups. Geta-Riemen. Wir bekommen viel zu viel von diesem Geta-Stuff. Würde mich langsam doch sehr interessieren, was es damit auf sich hat. Ey, Sternfrüchte. Neusch. Was mache ich mit dem Geta-Zeug? Okay, das war das. Sehr gut. Ja, fehlen bloß noch 8 Kisten. Das ging jetzt eigentlich relativ gut, ne? Heute kam eine neue Expansion in No Man's Sky. Oh, No Man's Sky, okay. Auch ein Spiel, was ich mir irgendwann mal anschauen wollte, aber joa. Ihr wisst, wie es ist. Ich brauche nicht mehr dazu zu sagen. Komm, wenn du 70 bist, ja. Es sind noch ein paar Expansions draußen, da können wir noch drauf warten. da ist auf jeden Fall nur eine Goldtruhe. Aber 80 nennst du dich dann um zu Mr. Dragonkiller in Rente 09. Hat nicht den schönsten Klang, aber ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. was war hier? Achso, ja, da war die Katze, da war der Schlüssel, ja. Viel Spaß, ist auch bloß ein kleiner Brocken. Man muss es ja nicht religiös 500 Stunden spielen, ne? Aber so mal ein bisschen reinschnuppern. Kostbares Metall, nice.
Nehme ich sehr gerne mit. Komme ich von hier jetzt irgendwo hin? Nö. Ich denke hier Mr. Dragonkiller 90. Fünfhundert Stunden, dachte wenigstens das Tutorial zu schaffen. Nee, weißt du, das wird dann irgendwann langweilig. Breath of the Wild habe ich ja auch bloß gerade eben kurz nach dem Tutorial gespielt und dann war es schon genug. Deswegen, ich glaube, mehr als das Tutorial brauche ich da gar nicht. Ach, da muss ich rüber. Nee, muss ich nicht. Das ist zu hoch. Sind Entwickler von No Man's Sky nicht schon im neuen Spiel dran? Oh. Da könnte es rübergehen. Ja, ja, okay. Keine Ahnung. Könnte sein, dass sie ja beide Spiele gleichzeitig machen, oder? Oder laufen lassen. Oh, da geht's runter. Das habe ich nicht gesehen. Ups. Wäre ich beinahe runtergesegelt. Geht das? Ja. Und dann das da. Nice. Sehr schön. Das hier können wir auch nochmal wegsäbeln. Kommt gar keine Drops. Okay, danke. Und 3 Sternfrüchte. Okay. Ich dachte, da hätten sie was vorgestellt bei den Game Awards. Oh. Ich bin jetzt ehrlich, da waren so viele Spiele, so viele gute Spiele, aber... Oh, was war das denn? Irgendwas war da, nicht wahr? Jetzt, wo du es sagst. Ich komme nicht mehr drauf, was es... Ja, war das... War das dieses... Dieses prähistorische Spiel, wo du auf diesen Dings... Naja, prähistorisch, sage ich es da so ein bisschen aus. Wo du zumindest mit diesen Riesenviechern rumfliegen konntest. War das das oder war es ein anderer Entwickler? Ich bringe die ganzen Spiele nicht mehr zusammen, wer was vorgestellt hat. Nee, beziehungsweise das war... Ach, hier hätte ich rüber sollen, okay. Das war dieses... Oh, wir machen die Welt, aber wir machen sie digital, ne? Das war das. Das war das Spiel von denen. So, hier habt ihr eine riesige Welt und da könnt ihr rumrennen. Das stimmt, das war von No Man's Sky. Stimmt, stimmt, stimmt. Wobei das noch sehr konzeptmäßig aussah damals, ne? Also, okay. Nicht, dass ich dir nur ein Wort traue. Ja, nach dem, was sie am Anfang durch abgezogen haben, ne, verstehe ich das voll ganz. Na, 6 Küsten, nice. Die haben wir jetzt aber gesammelt. Ja. Gehen wir nach unten, würde ich sagen. Was ist eigentlich aus der Musik bei Capcom geworden? Hat nur bisher noch nichts gehört, ne? Aber ich denke, es wird einfach eine Weile dauern. Außerdem wollen sie ja das Ganze dann mit der Siegerkomposition beenden, ne? Das heißt, wir müssen jetzt erstmal auswerten, wer gewonnen hat, müssen daraus ein hübsches Video machen, müssen dann beauftragen, dass den Gewinnersong dann nochmal neu aufsetzt. Das läuft jetzt ja alles gerade im Hintergrund. Und ich denke, davor hören wir auch nichts von denen, bevor das nicht alles dann gemacht wurde. So zumindest wäre meine Überlegung. Na ihr? Danke für Besiegen von böse Biestersieger. Laune von Chat wieder abgekühlt. Wette trotzdem noch heiß. Kühlbox von Menschen jetzt nützlich wären. Solange bis sich dann jeder beschwert. Oh, Kühlboxen böse. So. War das von denen? Ich glaube schon. Ich glaube schon, oder? Ich kann's, wie gesagt, ich kann's tatsächlich nicht mehr auseinanderhalten, wer was vorgestellt hatte. Ich habe übrigens meine gute Tat dieses Jahr gemacht. Dieses Jahr, okay.
Eine pro Jahr, mehr nicht. Kodama braucht nur noch einen Solo-Abschluss im neuesten Dungeon, um Hüterrang 11, höchster Rang zu werden. Der nicht so der Solo-Dungeon-Spieler ist, habe ich ihn für den erledigt. Oh, das ist sehr lieb von dir. Das ist sehr lieb von dir. Sie wird bestimmt nicht ungebüßt bleiben. Die gute Tat. Okay. So. Wir machen ein Treffen auf der Gamescom 2070. Und zwar im barrierefreien Raum. Sehr gut. Wir wissen doch eh, dass Sinnoh-Theme gewinnt. Ich wäre mir nicht 100% sicher. Aber die Chance ist groß. Noch besser, es war sogar ein Solo-Flawless-Abschluss. Also keiner ist tot. Yo, sehr krass. Xias hilft mir nicht mehr dieses Jahr. Nee, leider nicht. Das ist jetzt raus. Keine Hilfe von Xias mehr dieses Jahr. Altholz! Erstmal das Holz der Schattklauen. Okay. Aber aus diesen anfänglichen... Wie viel waren es? Die anfänglichen 15 Kisten sind es bloß noch 5 geworden. Dachte ich nicht, dass es doch so relativ zügig geht. Nicht Hefte einmal pro Jahr, tut mir leid, ja. Muss dich früh anmelden. Du kannst jetzt schon mal für nächstes Jahr anmelden, dass Tixias irgendwann hilft. Das ist eine sehr lange Warteschlange. Sieke geholfen, Katzen zu vertreiben. Nicht jeder Mensch schlecht, du sehen. Vielleicht Mensch gar nicht sein Grund vom schwarzen Monster. Vielleicht, du hast recht. Wer bringt man nun dem Haar bei? Muss das Tutorial schauen. Für mehr Hilfe muss man einen Termin beantragen und gut zahlen. Auch noch. Ah, das ist fies. Okay, hier ist auch nichts. Ich meine, wir haben jetzt schon einiges an exotischem Harz, aber ich glaube trotzdem nicht genügend. Wie gesagt, für seine braucht wer 50 Stück, das ist sehr viel. Du hast der LBG aus, hatte ZL gedrückt und Spam ZR, fertig. Stimmt eigentlich. Gutes Tutorial. Nicht die Person, die mir schon für Ultimate Gen U geholfen hat. Wer mag das wohl sein? Da unten waren wir dann schon. Ja, ich glaube, dann gibt es hier nichts mehr. Sehr gut. Dragon, was muss ich machen? Vertraue in die LBG. Was machen Sieger hier? Sie seien einfach Mensch. Okay. Aber OMH, ich muss mich noch in Gen U einspielen für Donnerstag. Ey, das ist unfair, wenn sich jeder in MH einspielt und ich dann überhaupt nicht eingespielt bin. Oh, Kiste. Ich bin dann erst der größte Dulli wieder. Und jeder andere, oh ja, also ich habe die letzten 4 Tage habe ich durchgehend MH gezockt. Ich bin wieder voll drin. Das ist nicht nett. Ich will auch gut dastehen. Dann LPS hätte ich das Spiel nie zu Ende gespielt, weil ich es nicht verstanden habe. Das freut mich sehr. Das freut mich immer sehr. Also natürlich nicht, dass du es zuerst nicht verstanden hast, aber dass ich dir da so helfen konnte. Siehst du, und jetzt hast du mir LBG beigebracht. Also von dem her, es schließt sich der Kreis. Dragon muss wieder durchgezogen werden. Ja, schlimm. Einfach schlimm. Das sind die kleinen Dinger.
Da bekommen wir gar nichts raus. Wobei, doch, die haben, glaube ich, auch eine Drop-Chance, oder? Nee, haben sie nicht. Du hast meine Ausrüstung, Trash. Ah, so, da hinten sind auf jeden Fall dann noch Kisten. Langweilige Holzbrücke. Warum keine Laserbrücken? Naja, ich meine, die Schatten mit Laserbrücken wären ein bisschen weird, ne? Wie komme ich zu der Kiste? Hier führt ja auch kein Weg entlang. Ach so, okay, gut. Das war recht simpel, muss ich sagen. Simpler als gedacht. Und wir haben 5 Sternfrüchte. Hatten wir schon eine Kiste mit Sternfrüchten? Ja, so ein bisschen lame. Aber hey, noch 3 Kisten, nice. Mit 3? Ja, ist trotzdem lame. Gehen wir zu den gespaltenen Sümpfen. Stümpfen. Beides. Ist ganz schön ätzend, dass ich in nächster Zeit weder Kaffee noch Sushi essen darf. Oh, das ist unschön. Das ist sehr unschön. Hattest du schon erwähnt, weswegen? Darf man fragen, weswegen? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Tut mir sehr leid, wenn ich schon gefragt hatte. Wir sind wieder im Dorf der Vogelmenschen. Ich mag diesen Ort. Da auch, dass sie jetzt friedlicher sind, nachdem wir ihnen geholfen haben. Aha. Nö, okay. Aber ja, ist sehr uncool. Hast du nicht und hab ich nicht. Okay, okay. Manchmal ist man sich da nie so ganz sicher. Ne? So, Und davon fragen weswegen? So. Es ist immer unangenehm, wenn man dann auf Sachen verzichten muss, die man gerne isst. Das ist immer unschön. So. Weder roher Fisch noch Koffein, noch Tein. Alles durchgebraten. Naja, bin krank und darf nicht alle Medikamente bekommen. Ah, okay, okay. Ich verstehe. Kein Sushi, ja. Ja, Koffein dann auch nicht, ja. Mies. Sehr mies. Wird eine schwierige Zeit. Kein Sushi. Kein Kaffee. Jeder sieht andere Probleme darin. Ist beides schlimm. Ich drück dir ganz fest die Daumen, dass du die Zeit gut überstehst. Frischkäse und Frischmilch auch nicht. Oh, yikes, okay. Das ist schon echt ordentlich eingeschränkt, ne? Kein Alkohol, wuff. Trinkst eh keinen Kaffee. Ja, ich meine, wenn man keinen Kaffee trinkt, ist es halb so wild, ne? Aber das sind schon heftige Einschränkungen. So, okay. Ah, wunderbar. Kaffee und Sushi ist schlimm. Den wir sollten reichen. Ach so, ja, 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 also ich schätze mal, ich... Also so wie es klingt... Sorry, ich war jetzt komplett abgeschweift dann. Das mit dem Alkohol, das mit dem Alkohol hat es dann eigentlich verraten. Wenn du jetzt noch sagen würdest, du dürftest nicht rauchen, aber, ja, dann denke ich, dass Glückwünsche angebracht sind, ha? Huh? Nummer 3, ja. Ja, sehr schön. Bin nicht Raucherin, ja. Aber Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Sehr, sehr cool. Freut mich sehr zu hören. Ja, wie gesagt, sorry, irgendwie bin ich da wieder komplett abgeschweift. Aber klar. Glückwunsch. Sehr, sehr cool. Aber ja, natürlich harte Zeit.
Ups. Irgendwie dachte ich zuerst, ich hatte es irgendwie zuerst dann auf den Kommentar, ich bin krank und kann nicht alle Medikamente bekommen, gezogen, aber passt. Nummer 3 heißt ein Dragon oder so zu. Oh Gott, Gastritis, please. Veganer, das ist eine seiner Varianten. Wäre auch eine Idee, aber ich meine, das. Ich glaube, das kündigt man nicht, dann nicht so groß an, oder? Ich bin jetzt Veganer. Kann man natürlich auch machen, aber. So. Keine Ahnung, ob ich Junge oder Mädchen. Das ist nicht die Antwort, die ich auf die Frage von Gastritis erwartet hätte. Was ist Nummer 3? Kind Nummer 3. Der Gamescom habe ich dann schon ein Bäuchlein. Ah, okay. Okay, ja, klar. Stimmt. Stimmt. Noch 3 Monate hin, ja. Mädchen, dann Silly, ja. Oh, Mann. Aber ja, gehst du dann zu Gamescom dieses Jahr? Also, scheinbar schon, weil. Oder ist das dann doch zu viel Stress? Keine Ahnung. Kenn ich mich nicht mit aus. Ich bin schwanger und nicht krank. Ich weiß es ja nicht. Ich meine, du weißt es am besten. Ich habe keine Ahnung. Du weißt es vor allem am besten, weil du schon zweimal durchgemacht hast. Aber keine Ahnung, wie man sich dann fühlt. Warst du etwa noch nie schwanger, Dragon? Ich muss sagen, das ist eine Sache, die ich bisher nicht mitgemacht habe, ne? Ein Trend, den ich bisher eher an mir vorbeiziehen lassen habe. Ach je, wird Zeit, dass Dragon schwanger wird? Ja, bitte nicht. Zurzeit habe ich zwar eine Nasennebenhöhlenentzündung, eine Bronchitis mit meinem Rippenfell zu tun. Behandeln ist gerade echt hart. Ja. Das klingt unangenehm. Klingt sehr unangenehm. Da kommt alles zusammen gerade. Huh? Drücke ich dir die Daumen, dass du das schnell hinter dich bekommst. Ja, Dragon Schwange wäre ein Seepferdchen. Ich will kein Seepferdchen sein. Danke. Dinge, die nicht auf meiner Liste stehen. Warum muss ich jetzt an Schwarzenegger DeVito-Film Junior denken? Ich glaube, den habe ich nie gesehen. Bin ich mir gerade nicht sicher. Haben wir jetzt eigentlich noch was? Wie gesagt, das freut mich sehr zu hören. War Ani schwanger. Oh, okay, okay. Ich verstehe. Waren wir hier schon? Wir brauchen noch die anderen Pflanzen. Die sind auch noch weg. Ich glaube, es gibt auch andere Tiere, wo die Männchen schwanger werden können. Bei Fischen gibt es einige Spezies. Möglich. Keiner. Gibst du, Dragon? Du wolltest schon immer wissen, wie es ist, schwanger zu sein. Nee, kann ich tatsächlich nicht sagen, ne? Das ist irgendwie. Nee. Eigentlich nicht so. Zwei Kisten noch. Gut, die zwei Kisten können natürlich auch noch an irgendwelchen komischen Orten sein. Wo wir jetzt noch nicht hin durften. Hier haben wir jetzt alles. Gab es hier noch irgendwas, wo wir finden konnten? Hm.
Katzen. Katzen findet man hier jede Menge. Au. Stolpert man fast drüber über die Katzen. Aber ja, wo sind die anderen Pflanzen? Wie viel fehlen da noch? Noch 7 Stück? Das ist noch der eher komische Part. Wo sind die restlichen 7 Pflanzen? Ihr seid halt alle jünger, ja? Nicht ganz falsch. So. Das ist mal kurz weg. Schmust mit dem Hund und schon ist Dragon schwanger. Oder was habe ich verpasst in der kurzen Zeit? Heutzutage geht das sehr schnell, ne? Aber ja, es geht nicht um mich. Geht um andere gewisse Personen in diesem Chat. Ne, die Kiste dort haben wir. Wir hatten die Quest das letzte Mal schon. Katze, was tust du? Okay, du kommst da nicht durch, verstehe. Ach, sind wir schon wieder an der Kreuzung? Ah ja. Im schmiegenden Fluss hatten wir alles, oder? Ich glaube schon. Ich bin zum Glück nicht, ich bin nur dick. Glaube ich dir zwar nicht, aber hätte mich jetzt auch sehr überrascht. So. Oh. Ist 25 noch jung? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Da sind noch so viele Möglichkeiten, noch so viele Sachen, die du machen kannst. Warum fühle ich mich mit 22 dann alt? Das ist eine Sache, die du mit deinem Gewissen beantworten musst. Oder ausknobeln musst. Also Sache der Einstellung. Ich meine schon, aber so generell gesehen. Ne? Es gibt ja Dinge, die man auch auf einem größeren Scale sehen kann, sag ich mal. In meinem was? Sowas habe ich nicht. Erklärt einiges. Ich bin mit 13 noch jung, habe ich gesagt. Das ist auch wichtig so, ne? Was soll das jetzt heißen? Nur das, was du denkst, was es heißt. Aber von dort gehen wir dann rein. Aber bringt mir das irgendwas? Komme ich damit irgendwo hin? Ich glaube fast nicht, oder? Ist aber, ich habe die Streams pausiert, ja. Kaum bist du jetzt wieder ein bisschen da, schon machst du bald wieder eine Pause, oder wie? Jetzt haben wir uns gerade wieder daran gewöhnt, dass du da bist. Was? Nö, okay. Diesmal ziehst du es durch. Hier geht's nicht entlang, ha? Huh? Du hast schließlich einen Ruf zu verlieren. Stimmt. Wer übernimmt die Rolle der Chat-Omi, während du nicht da bist? Ah, da ist noch eine Kiste. Oh, die ist aber sneaky. Die ist sehr sneaky. Neus Rauast, da ist er. Nice.
Sehr schön. Prima. Das hängt mir ewig nach. Huch, das war doof. Egal. Hier ist alles zu wenig, richtig. Steffi zwingt uns immer alle genügend zu essen. Deswegen ist sie die Chat-Omi. Eine Kiste. Eine Kiste. Sagen sie immer und dann verlassen sie einen. Oh. Bin 45 und fühle mich wie Xias. Mit Spaß. Ich könnte LKWs umschubsen. Vielleicht kann Xias ja auch LKWs umschubsen. Er fühlt sich trotzdem nur alt. Was glaubst du, was er umschubsen konnte, als er noch jung war? Da konnte er LKWs umschubsen, die Elefanten geladen hatten. so. Und du hast gerade Donuts. Nice. Donuts sind immer toll. Lass sie dir schmecken. Tang weiß Dinge, die ich nicht weiß. Das sind alles Dinge, die du nur einfach vergessen hast, Xias. Also. Nur mal Monster Hunter, weil ich das vergessen haben, ja. Peking-Gulaschsuppe. Jetzt gebratener Reis mit Hühnchen und zum Nachtisch gebackene Banane. Das klingt nice. Das klingt sehr nice. Gebratener Reis mit Hühnchen. Ja, höchstens mal Kühe schubsen. Alles dasselbe. Ein und dasselbe. Letzte Truhe. Ich glaube tatsächlich, dass wir die gerade noch nicht finden können. Oder sagen wir es anders. Ich könnte die letzte Truhe jetzt auch getrost einfach gerade mal in Ruhe lassen. Soll ich nachschauen? Ja, nee, brauchst du nicht. Ich muss eigentlich eh noch hier hin und her wandern wegen diesen Gemüseviechern. Das ist noch ein bisschen seltsam. Also die könnte ich noch nicht alle finden, aber da bin ich mir recht sicher. Aber bei einer Truhe lasse ich es drauf ankommen. Ich denke, schon mal komische Sachen gegessen. Ich meine, definier komische Sachen. Sicherlich. Wie gesagt, kommt drauf an, was du als komische Sachen definierst. Ich glaube, da hat jeder andere Grenzen. Also ich bin kein Freund von Innereien. Hey, da ist ein... Ich bin kein Freund von Innereien. Das muss ich sagen. Au! Habe aber schon diverse andere Sachen gegessen. Ja. Yeah. Oh, jeez. Blumen machen mich wahnsinnig. Okay. Last one. Okay. Leute fanden es komisch, als ich ein Brot mit Nutella und Erdbeermarmelade beschmiert habe. Ich meine, das passt jetzt gut. Also hatte ich noch nie, aber sehe ich jetzt tatsächlich nicht als komisch. Ja, also von dem her, es kommt immer sehr auf die Leute drauf an, die du fragst. Ne? Das ist schon so. Gurken mit Nutella. Ja, das ist komisch. Nee, das hatte ich auch noch nie. Ich bin tatsächlich auch kein großer Freund davon, Sachen wild zu mixen. Normale Gurken, ich meine, es ist egal, oder? Hier ist ein Brot mit Butter und geschnibbelte Banane drauf. Oh, okay. Wäre aber auch nicht meins. Das sind solche Sachen, die ich nicht wirklich kann. Also, wenn ich was
in Anführungszeichen Deftiges esse, dann esse ich eigentlich nur deftig. Und wenn ich was Süßes esse, dann würde ich bloß was Süßes essen. Ne? Also Banane würde ich maximal halt eben mit was anderem Süßen mixen. Aber jetzt nicht auf einem Butterbrot. Also das wären für mich zumindest Sachen, die ich nicht essen könnte oder wollte. Bananenbrot kennst du ja auch. Bananenbrot kenne ich auch, ja. Das kommt ganz gut, ja. Können Frischkäse mit Marmelade geht auch. Ja, wie gesagt, sowas ist gar nicht meins. Das ist gar nicht meins. Ich weiß, dass es viele Leute essen, aber nicht meins. Ah, okay, hier in der Region haben wir die Blumen noch nicht. Sehr gut. Nein! Besser. Noch 5. Ich habe gerade Brot mit Frischkäse und Brombeeren gegessen. Nee, da bin ich raus. So. Ich esse gern Hippie-Brötchen. Helles Brötchen mit Pommes, Mayo und Ketchup. Warum sind das Hippie-Brötchen? Kastriet, es ist schwanger. Also, ich sehe auch den Mehrwert von dem Brötchen nicht. Ich bin ganz ehrlich. So viel Wasser. Genau wie man das in einem Dschungel erwarten würde. Ja. Ist schon nass hier, ja. Kein Plan, gab es in meiner Schulzeit bei Imbiss. Ja, okay. Zum Beispiel, ich bin auch kein großer Fan, wie heißt es denn? Wenn du so ein Schaumkopf, mit Schokolade überzogen im Brötchen isst. Ja, wie heißt das denn? Wisst ihr, was ich meine? Oh Gott! Wisst ihr, was ich meine? Ja, ein Dickmann, genau. Nee, aber die in einem Brötchen zermatscht. Kann ich auch nicht essen. Auch gar nicht meins. Ech. Das gab's bei mir in der Schulzeit immer. Aber überhaupt nicht meins. Bah! so. Schwangere Männer sind das Schlimmste, das je Gastritis, ja. Manche Leute behaupten, dass Algen die Blobs des Real Life sind. Das ist sehr weit entfernt. Sie sind nicht so elastisch wie Blobs. Ui, bitte keine wissenschaftlichen Fakten über Algen. Merci. Wie soll ich meine Algen sind nicht so schlimm, oder? Weil die Dinger allgemein nicht, sind mir zu süß. Ja, ich meine, so kann ich sie schon essen, aber. Ich meine, ist halt auch bloß eine. Ich weiß nicht mal, was es ist. Irgendwie eine Art Schaumstoff, ne? Es ist ja nicht mal Schlagsahne. Es ist ja irgendwie. Es ist eine Art Schaumstoff irgendwie. Das halt mit Dings überzogen, mit Schoko überzogen. So, gibt sogar das Rezept bei Google. Ja, nice. Luft mit Zucker. Ja, genau. Ist mehr sowas. Immer die Butter ausgegangen. Hab dann Butterkäse mit Erdbeermarmelade gefuttert. Ging. Ja, auch das Käse mit Früchten. Da wird auch sehr häufig gemacht. Na, überhaupt nicht meins. Könnte ich gar nicht. Ganz, ganz schrecklich. Also jedem das seine, ne? Ich weiß, dass viele Leute das mögen, aber das sind solche Dinge, die für mich überhaupt nicht gehen. Da streike ich. Wo ist das Ding hin? Was zur Hölle? Der ist aber ins nächste Level weg abgetaucht. Digga, bist du, als ich zur Schule ging? Die sind das Schaumstoffbrötchen. Okay. Käse mit Nutella. Hawaii-Pizza geht. Als Hippie-Brötchen, auch Hippie-Brötchen, Hippie-Brötchen, Pommes-Brötchen oder Hippie-Toast? Ist toll, dass wir jetzt 15 verschiedene Schreibweisen von Hippie-Brötchen hatten. Ja.
Wird dann seit mehreren Jahrzehnten bekanntes Imbissgericht bezeichnet. Das ist ein Brötchen-Hamburger-Brötchen. Das ist ein Brötchen-Hamburger-Brötchen, das Fladenbrotviertel besteht. Welches aufgeschnitten mit Pommes gefüllt wird. Habe ich in meinem Leben noch nicht von gehört. Ich bin ganz ehrlich, habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Von dem her spannend, aber... Hör ich jetzt tatsächlich das erste Mal, dass es das gibt. Gerne, wieso musstest du das Pulverfass rausholen? Ja. Ist schon provokativ, ne, was er da macht. Ja, kommen wir hier rüber? Nee. So. Bin halt Hesse, okay. Ah, gibt schon wilde Kombinationen, was Essen angeht. Da muss auch jeder selber wissen, was er dann gerne mag und was eher nicht, ne? Kam so darüber, ne? Nee. Ist mir auch neu. In Deutschland ist das Hippie-Brötchen vor allem in Nord-, Ost- und Mittelhessen bekannt. Weltweit ist die Spezialität auch in Frankreich und Ägypten bekannt. Wie zur Hölle hängt das zusammen? In Hessen, Frankreich und Ägypten. Ja, natürlich. Liegen ja alle direkt nebeneinander. Das sind auch immer die drei, die ich direkt zusammenbringe. Packt er Hackfleisch, Gewürzgurken, Salat, Tomaten und Zwiebeln zwischen das Hamburgerbrötchen? Klingt gut, da mache ich mit. Da mache ich mit, Kenneth. Ich habe tatsächlich vergessen, wie man da rüberkommt. Ich muss von dort nach da rüben. Marmelade mit Wurst und Käse esse ich gern. Okay. Natürlich eine gute Hamburgersoße. Richtig, richtig, ja. Die macht so viel aus. Ich werde da bloß gucken, ob da hinten noch irgendwas ist. Aber es ist tatsächlich sehr anstrengend, da wieder rüber zu kommen. Deswegen ich fast... Ah, okay, jetzt. Jetzt war aber nur der falsche Winkel. Nö, okay. Hätte sein können. Freue mich deswegen auch auf Samstag. Ey. Geht's da ordentlich zur Sache, was gutes Grillzeug angeht. Ich meine, es war schon Pflicht, ne? Gehen wir hier wieder raus. Ja. Na gut. Gucken wir ein bisschen weiter in den Norden noch. Das Football, da gibt es immer Burger und Hot Dogs. Ja, das ist schon richtig, stimmt. Vollkommen richtig. Jetzt sind wir am Adelshain. Oh, da sind aber noch welche. Die sind aber nicht erst gespawnt, oder? Haben wir hier nicht angefangen? Und haben wir... Nee, hier haben wir mit der anderen... Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Okay. Wisst ihr, ich habe noch nie einen dieser Fische im Wasser gesehen. Sehr verdächtig. Hui, viel Spaß dabei, diese Dinge unter Wasser zu bekämpfen. Es wäre sogar möglich, wenn das Wasser simuliert wäre. Oh Mann, schon wieder diese Theorie. Football und eine Grillparty neben dem Platz passt nicht. Das ist schon wahr. Ja, stimmt, stimmt. Das muss. Okay, wie viel fehlen noch? Eine! Oh nein. Oh, wo ist diese letzte Blume? Die kann jetzt halt echt überall sein, ne? Weil hier waren wir auf jeden Fall schon. Wir haben dann bloß die eine Blume übersehen. Hm.
Käse vergessen, bin alt. Ich meine, Käse ist ja sehr wichtig, aber ist eine Zusatzsache. Ja. Ist okay, wenn die nicht in der Originalbeschreibung mit dabei ist. Wir haben keinen Hamburger mehr, sondern einen Cheeseburger. Wo könnte diese letzte Blume sein? Oh Gott. Da würde ich jetzt tatsächlich sogar nachfragen oder fragen, ob du was raussuchen könntest, Silja, aber bringt ja auch nichts, ne? Weil wir wissen halt nicht, welche ich schon besiegt habe. Ich gucke, ja, aber wonach guckst du? Was haben die Blumen dir eigentlich getan? Sie sind hässlich. Deswegen müssen sie alle vernichtet werden. Haben wir eine Map mit allen Locations? Oh, okay, das ist nice. Finde ich jetzt ein wenig hart. Tja, so ist das halt eben. Kann man nichts machen. Wo ich jetzt nicht nach Blumen geschaut habe, ist hier in dem Bereich. Weißt du, ob hier welche sind, im verseuchten Waldbereich? Da sind keine. Okay, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Danke. Das heißt, ich habe tatsächlich im Main-Bereich irgendwo eine übersehen. Ich habe teilweise auch sehr auf die Kisten-Locations geachtet. Vielleicht ist eine beim schmiegenden Fluss. Da bin ich nämlich relativ schnell zu den Bakikumen abgewichen. Zu den Shad. Ich finde, wir haben sehr tolle Themen gerade. Immer, immer. Wir sind Meister in seltsame Themen finden. Na komm, Pflanze, 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 Pflanze. Komm und zeig dich. Sei eine brave Pflanze. Und hier waren wir auf jeden Fall, ja. Hier auch. Sind alle im westlichen Bereich. Oh, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Dankeschön. Können wir hier gleich wieder weg? Ich gucke hier noch ein letztes Mal nach irgendwelchen offensichtlichen Kisten. Ah, sehr gut zu wissen. Bin ich dort einfach an irgendeiner vorbeigelaufen. Es ist keine hier oben, oder? Im verlorenen Schrein.
Schätze ich mal. Ups. Nee, keine da oben. Sehr gut, danke. Das hilft schon mal, um nicht langwierig da rumzukrebsen. Wenn es keine Burger mehr gibt, verhungert Kenneth dann. Dann geht er in einen Kälteschlaf für 6 Monate, bis die nächste Saison wieder anfängt. Zwar in dem Gebiet, wo du gerade bist. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die beiden habe. Eine war da oben und die andere haben wir... Also da hinten, die andere haben wir vorher erledigt. Drei hier, okay. Ja, hier waren, glaube ich, welche. Waren da zwei? Das würde ja bedeuten, dass hier vielleicht noch irgendwo eine rumhängt. Jetzt auch schon das nächste Gebiet. Ich glaube, hier war noch eine, huh? Da ist keine, dort ist keine. Nasse Passage. Ist hier überhaupt Wasser? Ich glaube, hier ist gar kein Wasser, huh? Na doch. Zu viel Wasser. Meine Cousine bekommt jetzt auch ein Kind. Hey, Glückwunsch an sie. Hier auch drei. Wenn ich jetzt halt noch wüsste, ja, hier waren, glaube ich, die drei in der Ecke. Wenn ich jetzt halt noch wüsste, wo ich die schon besiegt habe und wo nicht. Ich hätte mir einen Marker setzen sollen. Ich dachte, irgendwie bekommt die halt so passiv einfach. Dass es jetzt eine fehlt, ist halt mega unglücklich. Hier waren vielleicht zwei oder eine. Bist gerade runtergegangen? Ja, ich bin jetzt im Fizzeln Gehölz. Ja. Ich glaube, oben war ich jetzt schon zweimal. Drei hier. Ich würde es fast sagen, dass wir hier noch keine drei besiegt haben, aber auf der anderen Seite sehe ich dann auch nicht, wo die anderen sein sollen. Also vielleicht waren es dann doch drei. Dann sind sie auch nicht. Nee, dann müssen wir die hier schon besiegt haben. Zwei hier, okay. Ah, da ist sie. Wow, okay. Gut. Die war nicht so schwer zu finden, aber ja, man muss sie halt, wow. Man muss sie halt tatsächlich finden. Nice. Das ist ein Countdown, ja. Okay, haben wir das erledigt. Sehr schön. Prima, haben wir die Quests und haben an sich alle Truhen. Ich hoffe einfach mal, dass wir die letzte Truhe so finden. Mit einer Quest dann. Deswegen
Ab zu Burg Basso. Let's go. Gehen wir Quests ab und machen noch das Tower Defense Dingen. Hier? Ja, genau. Ah, nee, hier ist das Tower Defense Ding. Ja, passt. Wäre ein merkwürdiger Countdown. 2, 3, 3, 3, 2. Ja, die Uhr ist bloß kaputt. Guten Abend, Satal. Willkommen zum Steam. Schön, dass du dabei bist. Hallöchen. So. Also hier gäbe es noch irgendwo eine Kiste. Wäre schon witzig. Aber nö. So zählt man nicht rückwärts? Nicht ganz. Grüß dich, Seeker. Ich analysiere gerade die Daten. Klingt gut. Ich mache hier mal ein bisschen Ärger, ha? Huh? Willkommen zur Verteidigungsproduktlinie der Geschütz-AG. Hi. Da Sie unsere Produkte bereits erfolgreich genutzt haben, hätten Sie Interesse an der erweiterten Freizeitfunktion? Lande 500 Punkte bei der Geschützherausforderung im Tempel der Innovation in Gaias Garten. 8 Geschützmarken. Okay. Aha. Herausforderung angenommen. Wählen Sie Herausforderung. Um zu beginnen. Wenn Sie das Gerät auf diese Weise verwenden, wird die Energie vom Pfad gesammelt und in Spezialmarken konvertiert. Die Marken können Sie dann in diesem Gerät für nützliche Items eintauschen. Wir danken für Ihr Vertrauen in, die Geschützprodukte. Bye. Oh wait, sind das dieselben Sachen? Oh, das sind dieselben Sachen. Das ist ein bisschen traurig. Ich dachte, da gibt es jetzt neuen Stuff. Ja gut, dann machen wir es halt einmal. Ne? Achso, ja, beziehungsweise wir machen es einmal, bis wir die Quest haben. Okay. So, wie war das hier am besten? Mal dichter. Und wir nehmen dichter. Und dann nehmen wir dich mit Eis. Und dann müssen wir jetzt eh erstmal ein bisschen abwehren. Ihr kommt mit denen im Griff. Ne, tun sie eben nicht. Oh mein Gott. Nein, da war ein Geschütz im Weg. Oh, wie nervig das denn war. Ganz toll. Welle. Wow. Okay. Die ist klar. Ja, GG. Goddammit. Wow, 3 Punkte. Crazy. Mein Bauch weiß jetzt schon. Was jetzt schon woher muss. Ich vermisse den ersten Fall. Da war der Bauch noch ein halbes Jahr schlank geblieben. Oh, okay, okay. Geht das dann dieses Mal so schnell? Ui. Seit dem 26.05. ist nun auch bei Randovania auch ein Channel für Factorio Dev aufgetaucht. Warum auch, was es damit auf sich hat, keine Ahnung. What? Das klingt weird. Spannend. 3 Punkte, neuer Rekord. Richtig stark, hä? Was wird dein nächstes Tower-Defense-Spiel? Welches Spiel auch immer sich entscheidet, einen Tower-Defense-Modus zu machen. Ah, wie ich es hasse, dass du die Geschütze treffen kannst. Super nervig. Nee, das ist Wellengegner. Können wir gleich auch noch Eis mit dazu packen. Ich habe nicht genügend freaking Energie. Wie ist das möglich? Wieso bin ich hier drüben? What? Och, come on.
so nervig. Oh, ich hasse diese Karte. Ich hasse diese Karte. Super nervig. Wait, da, wo ist mein neutrales Geschütz? Hä? Ach, das ist das neutrale Geschütz. Okay, dann habe ich hier Eis, nee, Welle. Okay, ich verstehe. Können wir hier noch ein Eis dazu packen? Da marschieren sie aber durch. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Dinger besiegen soll. Hä? TD kann ich nur Elements 2 empfehlen. Ja, ich lass das mal mit Tower Defense. Mach was du weißt und viel Erfolg. Okay. Ich meine, ich kann es natürlich so aufbauen, dass die beide treffen. Vielleicht ist das sinnvoller? Ja, nee, das war kompletter Schwachsinn. Wobei hier dann jetzt... So dann. Schon GG. Achso, ja, by the way, ich habe ja auch noch den Dings. Ich kann es gerade nicht beenden. Es ist so toll, dass Geschütze gegenseitig sich treffen können. Das ist totaler Schwachsinn. Ja. Okay, dankeschön. So, ich habe ja den noch. Ja, plus 39 Angriff, das könnte auf jeden Fall ein bisschen was helfen. Glaube ich. Nicht so viel, aber bestimmt ein bisschen was. Halt, dass jetzt hier halt eben gar nichts ist. Das muss ich hier jetzt halt tatsächlich direkt selber rangehen. Ja. Ich meine, ich mache auf jeden Fall schon mal mehr Schaden. Man glaubt oder nicht. Ja. Ja, die machen aber auch genügend Schaden. Okay, der ist nervig, der Modus. Ach, das war totaler Blödsinn. Das sind ja gerade Wellengegner dort. Das? Sie bekommen auf jeden Fall massiv Schaden. So viel ist klar. Vielleicht liegt es am Eis? Keine Ahnung. Jedenfalls sind sie nicht sehr happy darüber, was da passiert. Ja, natürlich! Klar, unterbrecht mich in meiner Fähigkeit. Ist logisch.
Gott, ist das lächerlich. Schön. Okay. Wenigstens die erste Welle mal irgendwie überlebt. Nicht genügend Energie. Ja, come on. Ich habe irgendwas aktiviert, aus Versehen. Ja, die Blumen laufen einfach sauber durch. Die haben nicht einen Schaden bekommen, die Blumen. So, jetzt erst, was du da machst. Das ist so anstrengend, das zu schaffen. Es ist halt einfach dumm. Das ist die Sache. Es geht mir mega auf die Nerven, weil du halt einfach nichts tun kannst. Das ist mein größtes Problem dabei. Das ist super ätzende Energie, die halt überhaupt nicht sein müsste. Hier vielleicht. Na komm schon, besiegt irgendwas. Es sah halt gut aus, bis es halt nicht mehr gut aussieht. Ja, kann ich das irgendwie... einfach irgendwie verlieren. Die Gegner sind halt aber zu stark für die Geschütze. Das ist das Problem. Es kann nicht sein, dass bei Welle 1 4 Geschütze einfach nicht reichen, um die Viecher zu besiegen. Das ist halt das Problem. Was macht das denn für einen Sinn? Wieso sind wir wieder hier? Weil es eine Quest dafür gibt. Dankeschön, ich wollte das Geschütz definitiv auf Blitz aktivieren. Gott, ist das dämlich. Jetzt habe ich keine Energie für die Seite. GG. Es ist halt so dumm, dass ich halt... Ich darf keine Aktionen machen, weil ansonsten ist es halt vorbei. Ja, und die ganzen Geschütze schießen daneben, weil sie die anderen Geschütze treffen. Ist halt eben schwachsinnig designt, das ist das Problem. Hey, ich darf ein Geschütz aktivieren. Yay! Wollte ich nicht. Ja, GG. Oh Mann. Jetzt, wenn ich mich auf easy gestellt habe, habe ich da Stunden verbracht, um das zu schaffen. Das ist halt... Oh, das ist leider totaler Schwachsinn.
Es gibt halt wahrscheinlich eine perfekte Strategie, das zu machen, aber keine Ahnung, was das ist. Wie bin ich da runtergefallen? Keine Ahnung. Kann ich. Jetzt war das wieder nicht aktiviert. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Das war nicht die richtige Fähigkeit. Bringen, ist okay. Gott, die Dinger wieder. Ihr wart auch gegen Welle schwach, ne? Ja. So. Katzen laufen immer noch einfach durch. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was es mit diesen Katzen auf sich hat. Ja, die Blumen aber auch. Okay, vielleicht nicht. Okay, hier zum Schluss wurden sie nochmal ordentlich in die Mangel genommen. Nehmen wir hier eine Welle vielleicht? Hier einen Blitz? Ist das sinnvoll? Ne, eigentlich kommen hier immer bloß Wellengegner. Machen wir hier nochmal eine Welle draus. Vielleicht nochmal ein Eis. Ich hätte eigentlich ganz gerne auch irgendwo ein Feuer gehabt. Das wäre ganz cool gewesen. Als ob das nicht gereicht hat. So nervig.
Aber ja, Eis erstmal vergessen, erstmal viel. Viel in die anderen Elementarrichtungen gehen. Weil die halt nicht so eisanfällig sind. Hier ein bisschen mithelfen, bis wir da drüben Bälle haben. Das leider etwas lange dauert. Und die Welle da drüben ist halt super wichtig. Ja, jetzt. Sehr gut. Sauber. Ja. Verstehe nicht ganz, wie sie ihr Schild nicht verloren haben. Nicht dein freaking Ernst! Dankeschön! Ich kann nicht mehr tun, als da drüben drei Geschütze hinzustellen! Es geht nicht! Das ist halt noch Blobs, die aber durchkommen, ne? Mit dem, was mir das Spiel gibt, muss ich mich halt hier unten gegen die Katzen wehren. Es geht nicht anders. Gott, wie nervig! So unfassbar unnötig. Die haben alle noch ihr Schild, natürlich. Kannst du bitte einmal drauf gehen? Dankeschön. Ja, komm schon wieder durch. So hart mein Gen-Duty Monster. Und davon Kram, oh Gott. Das Ding hat natürlich noch sein Schild. Punkte. Das Ding hat auch noch sein Schild. Okay, jetzt nicht mehr. Vielen Dank. Sehr freundlich. Und da oben rennen sie wieder ganz gemütlich durch. Okay. Zum Glück werden sie da noch ein bisschen aufgehalten.
keine Ahnung, wodurch ich jetzt gerade so viel Schaden bekommen habe. Wait, wurde ich davon unterbrochen? Haben wir jetzt eigentlich noch Geschütze, die nicht aktiviert sind? Das da. Wie zur Hölle erwische ich das da überhaupt? Noch ein bisschen aus. Das ist auch noch nicht aktiviert. Daraus kann man noch ein Eis machen. Und hier raus nochmal eine Welle. Dann haben wir alle, ja. Das heißt, wir können jetzt nur noch hoffen. Effekte! Jesus! Okay. Ich meine, es ist besser, wenn die halt eben unterschiedlich kommen. Also wenn sie nicht gleichzeitig auf beiden Seiten kommen, dann hilft das schon sehr viel mehr. Nemodus bedeutet viel Damage bekommen, dass du normalerweise irgendwas mit dem Schild getroffen hast. Macht eine Menge Damage. Ich weiß, aber manchmal ist es halt so, nur wenn eine Katze von vier Katzen noch ein Schild hat. Ich sehe es nicht wegen den ganzen Effekten und ich kann nur hoffen, dass es das Schild nicht hat. Weil zu dem Zeitpunkt, wenn die Katzen schon so weit sind, muss ich sie halt eben selber bekämpfen. Das ist halt eben so ein bisschen das Problem an dem Schild. Ich weiß, was du meinst, ja, aber manchmal ist es halt wirklich aber bloß, du musst hoffen, dass da nichts mehr mit Schild ist. Ansonsten ist es eh vorbei. Bin gerade auch dabei, ja. Viel Erfolg. Ich meine, wenn man mal eine relativ gute Verteidigung aufgebaut hat, dann geht es schon etwas besser, aber es ist nicht mein Lieblingsmodus. Was war das gerade? Wieso habe ich so viel Energie ver... What? Meine ganze Energie wurde verbraucht, aber deswegen. Ich meine nicht, dass es schlimm ist, aber hä? Welle 18, okay, nice. Sehr stark. Keine Ahnung, bei welcher Welle ich bin. Deine Turrets gehören geupgradet. Oh, okay. Interessant. Wo sind die ganzen Kugeln hin? Was war das denn bitte? Ja, da sind bloß ein paar Haufen Blobs dabei. Ja, da sind noch... Da sind so viele... Ich wollte gerade Elche sagen. Kühe. Elchkühe. Ja, das war ein bisschen Schaden. Jesus. Okay. Ne, ich bin bei der 9. Welle, Jesus. Guten Abend, Devil. Willkommen zu Stream. Schön, dass du dabei bist. Hallöchen. Ich snack nochmal ein Sandwich. Nur 951 Death, bin anders gewohnt. Tja, muss ich jetzt ein bisschen umgewöhnen, ha? Ich kann noch nichts tun dort, weil ich noch nicht weiß, wer ein Schild noch hat und wer nicht. Jetzt können wir das hier mal reinhauen. Ich denke, das sollte größtenteils. Och, Mann. Ja, nee, es ist halt echt einfach dumm. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Es tut mir leid, dass ein Biest davon noch ein Schild hatte und es mich instant gekillt hat, weil ich einen starken Angriff gemacht habe. Aber ich kann es halt nicht sehen, ob die noch ein Schild haben oder nicht. Pff. Wir haben die Quest geschafft. Mehr habe ich darauf definitiv keinen Bock.
Es ist ein netter Modus, es ist eine coole Idee, aber es könnte so viel angenehmer gestaltet sein. Und dass ich gerade eben gewone-hitted wurde, weil ich versucht habe, eine Gruppe anzugreifen, ist einfach nur schwachsinnig.